Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Wohin schaust du, Jade? Was ist da oben? Da oben sind Möwen, das interessiert uns nicht. Wir müssen jetzt weiter, und zwar in die Stadt, zur Akuda Bar. Denn wir wollen uns mal das Ganze mit dem Iris-Netzwerk anschauen. Was denn da so dahinter steckt? Ich habe jetzt die Untertitel aktiviert und das Spiel einfach ein bisschen leiser gestellt, weil ich in den Kampfszenen hört man mich wirklich überhaupt nicht. Du kennst ihn? Akuda Bar in der Fußgängerzone. Okay, in der Fußgängerzone, das heißt, wir müssen in die Stadt. Und genau, ich habe die Untertitel aktiviert, damit man mich besser hört. Ganz einfach. Ah, ist das schön. So, Fußgängerzone, da müssen wir lang. Schwarze Insel, Fußgängerzone. Aha. Wir sollten uns dieser Tage mal die Fußgängerzone ansehen. Ja. Das machen wir jetzt auch. So. Letzte Nacht wurden wieder 40 Leute entführt. Okay. Ja, diese Dons. Wir kommen alle noch dran. Das sylianische Wort sagt, dass das Iris-Netzwerk hinter all dem steckt. Ach, das würde Iris mich nicht überraschen. Nein, bestimmt steckt nicht das Iris-Netzwerk dahinter. Die Alpha-Abteilung, die uns beschützt. Aha, so denkt also das Volk. Das Volk sagt, die Alpha-Abteilung beschützt uns. So, was haben wir hier? Ein verschlossener Raum. Da will ich rein, aber wir können noch nicht. Das ist schade. Ach so, stimmt. Seid ihr eigentlich alle Human? Bist du auch ein Human? Du bist doch ein Asiate. Das zählt doch bestimmt auch nochmal. Ach, schade. Kann man dich auch fotografieren? Du Soldatentyp von der Alpha-Abteilung? Militärgeheimnis. Organische Materie und Wärmeemission. Aha. Okay. Was gibt es hier? Hallo. Bevor wir Geschäfte machen können, müssen Sie Ihre Kreditkarte in den Code einlegen, um Ihr Konto zu identifizieren. Okay. Kontoidentifizierung. Okay. Okay. So, hallo. Sie möchten eine Zeitung abonnieren? Mal sehen. Ich könnte Ihnen anbieten, das sylianische Wort, die Zeitung für den informierten Bürger, das Hylis-Journal, Werbung, Geschäfte, Tipps und alle Abonnements kosten 50 Einheiten pro Jahr. Okay, ich nehme beide. Hylis-Journal also. Yep. Okay, du bist Mitglied. Ich nehme beide. Super. Gut, du bist registriert. Vielen Dank. Hi. Das ist doch kein Mensch. Schaut euch mal diese Gesichtszüge an. Halt. Das ist kein Mensch. Moment. Geh weg. Aha. Ein Ankylos Sapiens. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Danke, okay. Danke. Dieser Film ist voll. Yes. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Yes, danke. Uhu. Und ich werde den Film neu laden. Danke, danke. Was bekomme ich dann? Nochmal eine Perle? Wieso ist das denn so blöd geordnet, sagbar? Egal. Glückwunsch! Sie haben sich für das hylianische Wort entschieden. Für den informierten Bürger. Richtig. Das war eine ganz tolle Zeitung. Dafür gebe ich so viel Geld aus. Hier machen sie Werbung für sich natürlich. Die Alpha-Abteilung, ganz klar. So, was haben wir denn hier drüben? Ein Shop! Und da ist eine Perle, seht ihr das? Kaufen wir uns gleich. Hi. Hi, Nori. Hey, Jade, hast du Hunger? Vergiss nicht, deine Karte in den Decoder zu stecken, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Okay. So, wir nehmen die Perlen. Die Perlen, die Perle. Bei Nuri gekauft, ja. So, was gibt's denn noch? Die Doms schlagen wieder zu. Vor 2 Tagen im Westviertel. Ohne die Hilfe der tapferen Alpha-Abteilung wären die Verluste noch höher ausgefallen. Rekrutierungskampagne wird verstärkt. Aha. Okay. Und ein PB1 hat sie auch noch. Das würde ich auch gerne mir kaufen. Gute Arbeit. Damit haben wir nämlich noch ein Herz mehr. Das ist super. Starkos brauche ich nicht. Genauso wenig wie eine Büchse Kababs. So, hallo. Lass mich Zutritt rein. Nur für Anwohner und Bürger mit offiziellem Stadtpass. Okay, da brauchst du mich nicht gleich so anbrüllen. Vielleicht komme ich bei dem vorbei. Halt! Zutritt nur für Anwohner auf Befehl der Alpha-Abteilung. Halt doch die Klappe.
Ich bin doch hier Anwohner. Ich wohne doch hier, kann man sagen. Ja, ja. Ihr schaut euch an, es ist schon okay. Einfach anstarren. Was haben wir hier? Du überschätzt mich. Alpha-Abteilung, irgendwas. Ich hab's nicht lesen können. Können also nicht, wohin wir wollen. Vielen Dank für nichts, Alpha-Abteilung. Was ist das? Eine Arachnis Viridis. Großartiges Bild. Dankeschön. Auch wenn es total dunkel ist, das Bild, aber pff. Wenn die sagt großartig, dann ist es großartig. So, da können wir also nichts machen. Die Armee hat nicht mehr viel zu melden, seit die Alpha-Abteilung aufgetaucht ist. Wo kommt die Alpha-Abteilung eigentlich her? Das ist eine gute Frage. Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es viel besser geworden ist, seit sie hier sind. Ja? Meinst du? Ich finde, es gibt immer mehr und mehr Entführungen. Aha, okay. Genau. Und wenn sie nicht wären, wären es sogar noch viel mehr Entführungen. Das glaube ich eher weniger. Du Walrus-Sapiens. Okay, ich speichere das. Tu das. Und dann bekommen wir wieder eine Perle, wenn wir den Film voll haben. Das ist gut. Ein Walrus-Sapiens. Schaut euch den doch schon mal an, ey. Alpha-Abteilung. Das sieht aus wie so eine Diktatur, ey. Akuda! Mann, auf einmal werde ich total durstig. Natürlich, ich bin auch durstig. Aha. Ein Taurus-Sapiens. Gute Arbeit. Ja, du kriegst hier dauer Fotos. Sei mal stolz. Hallo, Mo. Hi, Jade. Hi. Hier läuft auch ein sehr cooles Lied. Was bist du denn? Ein Carodon-Sapiens, okay. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Ja, tu das, tu das. Ich find's eh lustig, dass wir von der Bürgermeisterin, hi, Jade. Die... Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Dass wir die Adresse von der Bürgermeisterin kennen. Einen Code müssen wir da eingehen. Haben wir nicht. So, was machst du denn da, Feines? Hi. Hi, Francis. Francis. Hey, Jade, ein kleines Spielchen. Kannst du mir die Regeln erklären? Klar, ist ganz einfach. Du musst alle Pucks von deiner auf die andere Seite befördern. Du ziehst mit der Maus und schießt mit Linksklick. Du sollst ja der beste Spieler weit und breit sein. Da ist was dran. Niemand ist dumm genug, gegen mich zu wetten. Wetten? Natürlich, ich spiele auch nur zum Vergnügen, aber dann ist es nicht so interessant. Und was sollen wir wetten? Nun, es gibt ein Spiel für 100 Einheiten. Wenn du gewinnst, kriegst du 200 Einheiten. Für 1000 Einheiten lege ich sogar meine Glücksperle auf den Tisch. Die hätte ich doch gerne. Viele haben es versucht, aber ich habe meine Glücksperle immer noch. Okay, ich versuch's. Möge der Bessere gewinnen. Haha. Okay, warum auch haha? Okay, wir probieren es erstmal mit 100. Los. So, okay. Einmal darüber bitte. Alle Pucks auf die andere Seite. Go, go, go. Und dazu spannende Musik. See. Nehme hoch. Oh Gott, sieht schlecht aus. Viel, 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 viel zu viele sind auf unserer Seite. Viel zu viele Pucks. Holy, holy. Yeah. Holy, holy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob wir das noch schaffen werden, der Gegner ist ganz schön knapp. Der ist ganz schön gut. Francis wird uns vielleicht schlagen, aber es geht ja nur um 100 bis jetzt. Das ist also noch für mich in Ordnung. Oh, jetzt schwächelt er. Nicht schlecht, Jade. Danke, danke. Aber du bist auch nicht schlecht. Ah, komm schon. Nein. Nein. Oh, wir haben verloren. Verloren. Schade. Los. Oh, Runde 2. Es gibt mehr Runden. Komm, die gewinnen wir souverän. Jawohl! Gewonnen! Wunderbar, gewonnen. Jetzt kommt Runde 3. Los. Das schaffen wir. Go, go, go. Ich liebe dieses Spiel. Auch eine sehr lustige Idee, sowas einzubauen. Gefällt mir gut. Komm, 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 komm. Ja, jawohl. Gewonnen! Ich gewinne das Spiel und bekomme 200 Einheiten. Ah, schön. Wir haben eh so viel Geld, dass wir uns... Die Stimme, Francis. Du wirst besser. Du wirst besser? Hey, Francis. Natürlich möchte ich gerne ein Spielchen. Oh, aber du... Setze 1000 gegen die Perle. Los. Okay. Oh, jetzt wird's hart. Ich denke, der wird mich locker lassen. Shit. Shit, shit, shit.
Das müssen wir hinkriegen, Leute. Warum sollte ich? Ja, warum solltest du was? Solltest du verlieren? Gewonnen! Weil ich gerne eine Perle hätte. Deswegen solltest du verlieren. Komm, los. Schuss. Nein! Nein! Oh Gott, das will. Hä, was? Los, alle rüber. Nein. Francis, so funktioniert das nicht. Es verwirrt mich, dass ich seine Dinger aussehe, seine Schussteile. Ach, verdammt! Ah! Okay, letzte Runde. Jetzt geht's um alles. Alles oder nichts? Los! Okay, gut. Jetzt muss jeder Schuss sitzen. Sonst sieht das schlecht für uns aus. Was es jetzt schon tut. Ah, fuck it! Komm schon. Nein! Nicht schlecht, Jay. Ich verliere. Verdammt! Er kriegt 1000. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das müssen wir nochmal probieren. Was liegt eigentlich hier hinten? Nichts. Okay, es hat nur so komisch geleuchtet. Ja, ich möchte gern nochmal. So. Los. Jetzt aber. Los, Leute. Das war schlecht. Ist auch noch schlechter. Ja. Kann ich richtig zielen. Ich schieße mir jetzt wirklich besoffen hin. Unfassbar. Ah, das sieht es wenigstens cool. Ich habe zwar keine Ahnung, was die singen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spanisch ist, aber es klingt so Spanisch. Aber das Lied in der Bar ist ja auch in einer Sprache, die es nicht gibt. Mit englischen Wörtern vermischt und so ein Shit. Oh Gott, das will, du haust mir alle rüber. Hör auf! Kannst du mal aufhören, Dude? Hallo! Ach, fick dich doch! Mann! Nochmal! Los! Warum sollte ich verlieren, weil ich immer noch deine Perle will? Das ändert nichts daran. Okay. Nein, Francis, nein. Ich kann immer aufhören, so gut zu sein. Nimm mir hoch. Hallo. Ah, Mano. Okay. Ich probiere das jetzt so oft, bis ich es geschafft habe. Wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich. Ja, ich habe es geschafft. Ich gewinne das Spiel und bekomme die Perle von Francis. Das hat mich jetzt ein bisschen Geld gekostet, sag ich mal. Ich glaube, jetzt habe ich 4 Versuche gebraucht insgesamt. Egal. Das sollten wir eigentlich gleich speichern. Machen wir doch. Ätzend. So. Auf geht's weiter. Hallo, wer bist denn du? Komm her, kleine Lady. Ah, Piepers. Versuch dein Glück bei Piepers. Hallo, Piepers. Ein Mädchen und diese Absteige? Diese Duft. Ich hab's, du züchtest Schweine unten am Ozean. Wenn du dein Glück beim Hütchenspiel versuchen möchtest, musst du zuerst deine Karte durch den Mikrofon ziehen. Konto. Sicher in ihrer Schale ist die Perle, okay. Ein Sklave der Strömung. Du interessierst dich für Perlen? Dein Einsatz bitte. Okay. Ganz rechts außen. Ganz links außen. In der Mitte. Du kannst Zimmer Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Okay. Objekt drehen und Code lesen. Ist digitalisiert. B9S4. B9S4. Okay, B. 9S4.
Yes, korrekter Code. Wir können rein ins Zimmer. Sehr schön. Den Schrank sollen wir uns ansehen. Okay, wir schauen uns den Schrank an. Oh. Okay. Oh, Iris Unterschlupf. Aha. Hallo. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung, Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey, auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Domts ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin Sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutripillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutripillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Domts bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens, gehen Sie in die Nutripillenfabrik. Zweitens, machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken ihn der Gouverneurin. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Aha, aha, aha. Also die Jade ist sich abgebrochen. Anscheinend noch nicht ganz sicher, wem sie vertrauen soll. Wäre ich aber an ihrer Stelle genauso. Jade, ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles detailliert erklärt. Das ist nicht aber so ein Ding von euch, was ich danach, wenn ich es gelesen habe, irgendwie... dass es in die Luft geht oder so? So, die Perle und die Strömung. So, sie möchte ich gern fotografieren. Das ist ein Felis Sapiens. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Dann schauen wir uns doch mal das Ganze an. Die Perle und die Strömung. Legen Sie ein. Operation Freiheit. Die Alpha-Abteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms und nutzen das allgemeine Chaos, um unschuldige Leute zu entführen. Dank Double H wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf Hillis gebracht werden. Erstens, in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens, zu den alten Schlachthäusern in Shuttles. Ja, das wissen wir drittens, alles schon. Zum Mond in einem Frachtkreuzer. Okay. Wir müssen diesen Albtraum beenden. Jeder Beweis für die Verschwörung, den wir finden können, wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen. Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen, die Alpha-Abteilung zu stürzen und viele unschuldige Leben zu retten. Wenn die Revolte sich ausbreitet, können wir diesen Krieg vielleicht beenden. Aber wir brauchen Fotobeweise, um herauszufinden, was genau in der Fabrik vor sich geht. Fotos von den Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung, ohne ihre Helme, damit man sieht, wer sie wirklich sind. Hier kommen Sie ins Spiel, Jade. Sie übernehmen Double H's Mission. 19:23 Uhr. Ups, Moment. Hier kommen Sie ins Spiel, Jade. Sie übernehmen Double H's Mission. Hier ist sein letzter Bericht. Hab ich leider ein bisschen zu schnell gedrückt. Logbuch von Double H. 19:23 Uhr. Bin in der verbotenen Zone. 19:30 Uhr. Ich sehe Shuttles auf der oberen Plattform starten und landen. 20:03 Uhr. Ich habe es geschafft, in die Fabrik einzudringen. 20:50 Uhr. Ich bin erschöpft. Ich bin fast 3 Kilometer geschwommen. 21:10 Uhr. Ich bin drin. Das ist es. Ich sehe die schwarzen Behälter. Ein Geräusch. Hey, was? Anscheinend haben sie einen Reaper trainiert. Die Anwesenheit dieses Tieres und die Sigma-Strahlung
sind der Beweis für die Anwesenheit eines Seelenfressers. Das sind seine letzten Bilder. Seitdem kam nichts mehr. 4 Tage völlige Funkstille. Double H war unser bester Mann. Er hat viel für uns getan. Dank ihm konnte das Iris-Netzwerk Kontakt zur Gouverneurin von Hillis aufnehmen. Die Gouverneurin ist strikt gegen die Methoden der Alpha-Abteilung, aber das darf nicht bekannt werden. Sie ist auf unserer Seite und will uns helfen, wenn wir die Wahrheit bekannt machen und mehr Hillianer dem Iris-Netzwerk vertrauen. Wenn Sie eine Tür wie diese finden, fotografieren Sie sie und schicken Sie das Bild an die Gouverneurin. Ihre Experten werden dann versuchen, den Code herauszufinden. Wir zählen auf Sie, Jade. Seien Sie vorsichtig. Hahn. Aha. Jetzt haben wir doch schon genauere Informationen. Ich würde sagen, wir probieren den Stadtpass noch aus und dann beenden wir den Part. Jade, Sie brauchen einen Codenamen, um Ihre Berichte zu unterschreiben. Shawnee. Shawnee. Okay, wir heißen jetzt ab sofort Shawnee. Mach weiter so, Süße. Okay, mach ich. Und eines Tages wirst du berühmt sein. Wenn du das sagst, dann muss es doch stimmen. Was ist hier drin? Oh, was bist du? Ein Carpa-Sapiens. Ich habe mir doch schon mal fotografiert. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Vielleicht aber doch. Hier, nimm dieses Ticket ab. Was ist das? Der Code für ein Safe in der Alpha-Abteilung. Wo bewahren sie, was sie den Hylianern gestohlen haben? Weißt du, wo dieser Safe ist? In einem Schuppen am Brunnenplatz. Rechter Hand. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren. Ich hätte es nicht stehlen sollen. Und bevor ich es benutzen konnte, war ich ganz allein. Sie haben meine ganze Familie weggebracht. Du bist nicht allein. Du musst tapfer sein. Okay. D9 L5. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Am Brunnen, Hauptplatz, rechte Seite. D9 L5. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Komm mit Paige. Wir gehen wieder weg. Ah, die Rennen werden hier angezeigt. Willst du dir einen trinken? So. D9L5. Hier kommen wir rein. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Wenn wir den Spezialschlüssel haben, den müssen wir erst finden. Habe ich eigentlich noch irgendwas vergessen? Da geht's hier runter. Ja, da wollte ich hin. Am Brunnen. Das ist hier. Hi. Ich habe einen Schlüssel. Lohnt sich die Story Puppy? Bin im Dienst, kauf die Zeitung. Okay. Was ist das? Komm ich da rein? Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Rechte Hand. Das wäre dann hier. Oder nicht? Hm. Wahrscheinlich in der Tür mit dem Spezialschlüssel. Da brauchen wir brauchen auch einen Spezialschlüssel. Schade. Brunnen, rechte Hand, hat er gesagt. Und das nur diese Tür mit dem Spezialschlüssel. Na gut. Wenn man das mir nicht geben will, okay, dann gehen wir halt nach links. Was bist du? Homo sapiens? Okay. Wenn du sagst, du bist ein Homo sapiens, dann vertraue ich dir. Oh, da haben wir wieder so einen Walross. Die sind am lustigsten. Was ist das denn hier? So, hallo Mr. Schottmann. Hier kann man speichern. Das ist auch ganz gut. Das nutzen wir nämlich auch gleich aus. Hallo Ming-Zu. Hallo Fräulein. Wenn Sie etwas kaufen möchten, brauche ich erst Ihre Kontonummer, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Okay. Oh, der hat ein PB1, sehe ich gerade. Was ist das für ein Warum ist die Musik aus? Hey. Ein Koi. Kumun Ryu. Identifiziert. Datiert. Das ist so schön, wie viel man hier fotografieren kann. Sehen, ob ich so ein Pokémon Snap fotografiere alle. Schlechte Bildaufteilung. Ich gebe dir gleich schlechte Bildaufteilung. Walrus war es, genau. Hm, PB1 bitte. Und eine Perle. Was ist das denn hier? Ein Perlendetektor. Mhm. Zahlungsmittel im Schwarzmarkt. Was ist das denn hier? Ach ja, das war der Detektor. Superangriffverstärker. Tiersensor, genau. Ich will aber das PB1. Hier kann man so viel shoppen. Gute Abend. So, das Herz steigt um 1. Yay. So, jetzt sagen wir zu dir hier noch das hier.
So, Sie mögen also Haikus wie ich, habe eine ausgezeichnete Sammlung dieser Verse. Warum sehen wir nicht an meinem Lager? Ich glaube, ich habe noch ein Exemplar. Aha! Vielen Dank, Minitsu. Oh, ein paar M-Discs. Dankeschön. Iris 512 und... Iris 511. Du überschätzt mich, Jade. Wenn du mir nicht ein paar dieser PB1 gibst, falle ich dir zur Last. Ja, dann bekommst du halt eins. Komm her. Ich möchte gerne die PB1 umsortieren. Wie mache ich das nochmal? Page. SRK, Jet Boots. Wie geht das nochmal? Ich möchte die gerne verteilen. Hier. Danke. Ich möchte dir gerne das PB1 rüberschieben. Ich weiß, ich habe das schon öfters gemacht. Aber wie geht das nochmal? Hier. Genau, so kann ich es ihm geben. Haha. Jetzt hat er 3 Herzen. Super. Hallo. Du siehst sehr komisch aus. Egal, hiermit beenden wir den Part von Beyond Good and Evil. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder sonstiges. Tschüssi.